Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute machen wir bei meinem kreativen Weihnachts-Countdown weiter. Und zwar machen wir heute ein Mini-Album, beziehungsweise ein Fotoalbum, nenne ich es mal. Mit ganz normalen Wasserfallelementen zum Blättern, also ganz schlicht, ganz easy, kein großer Aufwand mit 1000 Seiten und hier ziehen und da was umklappen, sondern wirklich ganz, ganz einfach. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem Video an und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ihr benötigt für das Fotoalbum Graupappe und zwar habe ich jetzt hier diese zwei Stücke, die habe ich noch übrig von irgendeinem Einkauf mal. Und zwar sind die Maße 6x8 Inch groß und für den Buchrücken habe ich auch 8 Inch die Länge und die Breite habe ich jetzt auf 4 cm mir getrimmt. Und was wir als erstes machen werden, sind diese Teile zum Binden. Und zwar werden wir uns jetzt hier überall doppelseitiges Klebeband drauf machen. Ich habe mir hier schon ein Motivpapier ausgesucht, was ich zweimal habe. Und zwar habe ich das von dem Kollektionsblock hier Sugar Blush hergenommen, weil ich ja unbedingt ja mit dem auch viel basteln wollte. Und dann beziehen wir das Ganze. Ich werde jetzt hier einmal doppelseitiges Klebeband auf eine Seite anbringen und dann machen wir zusammen weiter. So, ich habe mir jetzt hier diese Teile mit doppelseitigem Klebeband versehen. Jetzt werde ich mir die zwei großen 6x6 Motivpapiere hernehmen. Die werde ich mir jetzt auch ein bisschen zusammenkleben. Da werde ich jetzt auch schnell doppelseitiges Klebeband mir hernehmen, bei einem an das Motiv hin und relativ nah am Rand, dass ich also wirklich nicht viel Papier verschwende. Schneid mir das ab und mache mir gleich noch einmal eine Bahn, dass ich ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal, Stabilität in dem ganzen Einband dann habe. Dann ziehen wir uns die Schutzfolie einmal ab. Einmal und zweimal. Und dann werde ich das Ganze jetzt hier rankleben. So, und dann haben wir nämlich jetzt ein ganz großes. Das drehe ich mir jetzt einmal um. Und werde mir hier jetzt meine Graupappe draufkleben. Ich schaue, dass ich immer ungefähr ringsrum den gleichen Abstand habe. Also, wir ziehen jetzt hier einmal die Schutzfolie ab. So. Und dann werde ich das so gut wie es geht gleichmäßig vom Abstand dann hier hinaufkleben. Drück das Ganze gut fest. Dann nehme ich mir mein Buchrückenteil. Da mache ich jetzt auch mal die Schutzfolie ab und setze mir das daneben hin. Ich gucke auch, dass ich wirklich einen guten Abstand zu diesem hier habe. Also es soll jetzt nicht so ein ultralanger Abstand sein, sondern wirklich ein bisschen mehr Abstand, damit sich dann das Ganze gut zusammen falten lässt und da nichts verhakt. Dann mache ich noch bei dem zweiten größeren Teil mir die Schutzfolie ab, dass ich auch hier den gleichen Abstand habe wie hier. Also, das ist wirklich ein Augenmaß. So, dann drücke ich mir das Ganze einmal gut fest. Und ihr seht, ich habe jetzt hier viel, viel mehr Abstand wie hier. Das macht gar nichts. Ich nehme mir jetzt mein Lineal her, lege es mir jetzt an und dann nehme ich mir mein Cuttermesser und schneide das einfach ab, was hier überflüssig von diesem Motivpapier ist.
Und das Ganze muss dann so aussehen. Jetzt werde ich mir mal die ganzen Seitenteile einmal schön nach oben klappen, damit ich genau weiß, wo ich dann hier und auch hier hinten die Knicklinie habe. So, das mache ich jetzt auf allen vier Seiten. Und ich schaue, dass ich es wirklich sehr, sehr stramm an die Graupappe hinpresse, weil umso besser ist es dann auch eingebunden. Wenn ich das Ganze alles an den vier Seiten einmal umgeklappt habe, nehme ich mir meine Schere her und werde mir jetzt hier an den Ecken, an diesen vieren, einschneiden. Ich zeige euch, wie ich es jetzt hier mache, und so mache ich es auch ringsrum. Und zwar, wenn das jetzt hier die erste Falzlinie ist, was ja hier nach oben dann geht, schräg ich mir das ein bisschen an bis zu dem Mittelpunkt und gehe auf der anderen Seite auch leicht angeschrägt bis zum Mittelpunkt. Also, dass ich nicht akkurat an der Falzlinie entlang schneide, sondern ein bisschen auswärts und das abschräge. Das mache ich jetzt einmal ringsrum und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt die Seiten überall abgeschrägt und bei diesen drei Seiten hier habe ich schon doppelseitiges Klebeband angebracht. Hier muss ich noch, das mache ich jetzt schnell mit euch zusammen. Und zwar setze ich hier einmal eins relativ nah an den Rand, ein doppelseitiges Klebeband Bahn. Und dann darunter noch, aber da lasse ich so ungefähr, ja, ich sage jetzt mal 4 bis 5 mm Platz. So, und jetzt können wir das Ganze einmal ringsherum an die Graupappe ankleben. Da ziehen wir jetzt auch wieder die Schutzfolie ab. So. Und dann setzen wir das ganz straff und akkurat, so wie wir es auch schon vorgefaltet haben, an die Graupappe an. Und das Ganze sieht dann so aus. Ich gehe dann hier noch mal kurz drüber mit ein bisschen Gewicht. So, jetzt müssen wir das Ganze einmal, ich sage jetzt mal, vorklappen. Und zwar, ich nehme den ersten großen Deckel oder Rückseite, was auch immer das dann zum Schluss wird, und knick mir das sehr akkurat nach oben und gehe dann auch hier hinten das Papier entlang, damit wirklich das Papier sich daran schmiedet, dass genau dort ein Knick ist. Das andere Teil mache ich dann genauso, gehe da wirklich sehr, sehr vorsichtig, bevor mir das Papier reißt, nach oben und ziehe mir hier nochmal die Kante nach. Und dann klappt sich das schon wie ein Büchlein von alleine zusammen. Und so sieht dann, ich sage jetzt mal, der Rohling des Buches aus. Was ihr noch machen könnt, ist, das ist zwar optional, aber ich mache es auch immer wieder, ich gehe da, wo ich die Spalten hier habe, mit meinem Falzbein nochmal ganz leicht, mit ganz, ganz wenig Druck rein. Damit dann auch wirklich dort, weil wir hier ja zwei Lagen vom Papier dann haben, dass wirklich dort auch die Falz dann bleibt, wo sie auch hingehört. Jetzt gestalten wir die Innenseite. Da benötigt ihr jetzt noch Designpapier, um dass diese Graupappen hier ein bisschen verschwinden lässt. Praktischer halber ist genau das Teil, was wir hier vorhin abgeschnitten haben, wo ich die zwei 12x12 großen Blöcke zusammengeklebt habe, passt da optimal rein. Ich weiß, es ist jetzt vom Design her ein bisschen ein Bruch, aber das macht gar nichts, weil es geht eher darum, dass hier diese Teile oder halt diese Spalten nicht mehr zu sehen sind, weil die hier werden wir noch separat mit extra Motivpapier bekleben. Und jetzt gehe ich wieder mit meinem Falzbein. Ich sehe ja hier ungefähr, wo noch meine Falzlinien sind. Gehe ich dann nochmal schön nach, damit sich auch jetzt das Papier, was wir hier in der Mitte hineingeklebt haben, sich an diese Falzlinien gut anschmiegt, sage ich jetzt mal. Am besten so, dass auch wirklich kein Riss oder sonstiges entsteht. Und dann klappe ich das wieder ganz, ganz vorsichtig nach oben.
und ziehe jetzt dieses Mal innen diese Linien nach, wo sich das Papier anschmiegen soll. Und fertig haben wir jetzt das ganze Buch einmal eingebunden und dann können wir schon an den dekorativen Teil gehen. Und da zeige ich euch, was ihr jetzt braucht. Ich habe jetzt hier zwei weitere Motivpapiere mir zurechtgeschnitten, und zwar in den Maßen 14 mal 19,5, weil dies soll die Innenseiten hier noch ein bisschen dekorativer wirken lassen, links und rechts. Und ich habe mir das extra so ausgemessen, dass ich hier ringsrum ein bisschen noch von diesem Felloptik, was ich da als Motivpapier genommen habe, zu sehen ist. Und was ich noch machen werde, ist, ich werde mir jetzt überall die Ecken einmal einmal abrunden. So, dann wären die Innenseiten jetzt soweit auch dekoriert. Und jetzt kommen eigentlich schon die Klappmechanismen. Und was ihr da dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Ihr benötigt jetzt 10 Kartstocke, und zwar in den Maßen 13 mal 11 cm. Ich habe das jetzt hier bei den 11 cm schon bei 1 cm gefalzt, wenn ihr die Falz hier erkennen könnt. Jetzt werde ich die Falzlinien einmal nachziehen, und zwar werde ich das einmal nach vorne und einmal nach hinten falzen, dass einfach in beide Richtungen diese Falzlinie einmal nachgezogen wurde. Dann nehme ich ultra stark klebendes Digitape, weil das soll jetzt wirklich was aushalten, weil das sind die Elemente, die immer in dem Mini-Album hin und her geblättert werden. Und klebe das mir jetzt auf diese 1 cm Lasche drauf, wo wir jetzt hier kreiert haben. So. Wie gesagt, das braucht ihr jetzt 10-mal. Und jetzt werden wir das Ganze in das Mini-Album einkleben. Und zwar, wenn ihr das Mini-Album jetzt hier so in den Händen hält, halt so rum bei mir, dann werden wir jetzt hier wie so eine Art Wasserfallelement das hier so draufkleben. Und zwar beginnen wir da mit dem ersten. Da ziehe ich jetzt die Schutzfolie ab. Klapp mir die Lasche, wo klebt, nach hinten und such mir jetzt die Höhe, die ich haben möchte, wo das erste Klappelement anfangen soll. Bei mir wäre das jetzt ungefähr hier. Und ich schaue, dass ich es wirklich sehr gerade einklebe. Dann gehe ich nochmal mit meinem Falzbein drüber, damit sich wirklich der Kleber gut mit dem Papier verbindet und dass einfach hier nochmal die Falzlinie, wie sie eigentlich liegen soll, nochmal schön nachgezogen wird. Und dann haben wir schon das erste Klappelement. Das öffnen wir jetzt und dann machen wir weiter mit dem zweiten. Denn das zweite nehmen wir auch wieder mit der Klebeseite nach hinten. Und das wird jetzt einfach hier akkurat an das erste Element, wo der Kleber, diese Klebelasche ist, rangeheftet. Und da gehe ich auch wieder mit meinem Falzbein dann einfach drüber, damit sich, wie gesagt, der Kleber mit dem Papier verbinden kann und dass die Falz nochmal ordentlich nachgezogen wird. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir können das dann einmal so immer hochklappen. Ich mache jeweils 5 hier und 5 auf der anderen Seite. Und so müsste das Ganze bei euch jetzt aussehen. Also wie gesagt, ich habe 5 Elemente hier und 5 Elemente dort. Was wir jetzt noch machen müssen, ihr seht ja, das Ganze bleibt jetzt nicht relativ gut unten, weil es einfach doch eine gewisse Dicke und auch eine Schwere hat. Da werden wir uns jetzt einfach eine Banderole, sage ich mal, uns kreieren, um einen Schließmechanismus mit Magneten zu machen. Ich habe mir jetzt hier zwei Stücke Cardstock ausgeschnitten, und zwar, beziehungsweise es sind eigentlich Reste. Diese haben die Maße 5 cm mal 26 cm.
Die werde ich jetzt hier einmal rankleben. Also ich klappe hier das Ganze einmal nach oben und klebe das relativ mittig hin. Und ich werde schauen, dass ich hier mal einen Knick mache, wo nämlich das letzte Element dann sein Ende hat. Und zwar, ich lege das einfach runter und knick mir das Ganze einmal so hoch. Dann weiß ich, wie weit ich jetzt Kleber an das Ganze anbringen muss. Da nehme ich jetzt, glaube ich, auch wieder etwas stärkeres Klebeband. Also jetzt kein ultra starkes Sticky Tape, aber schon eins, das eine relativ gute Klebekraft hat. Einmal. Das reicht auch schon. Ich drücke es nochmal ganz fest, ziehe die Schutzfolie einmal mehr ab. So. Dann klappe ich mir das nochmal ganz nach oben und dann suche ich mir hier die Mitte und lege das dann auch wieder gleich hier an diese Klebelasche ran und drücke es dann einfach fest. Dann klappe ich die ganzen Elemente einmal nach unten und dann seht ihr, okay, das passt optimal. Es ist jetzt ein bisschen arg lang. Das kürzen wir jetzt einfach auf die Länge, die wir benötigen. So. Und dann werden wir jetzt hier Magnete anbringen. Und zwar, ich habe jetzt hier die ganz dünnen von Kreativ Bunt, weil das ist nämlich total praktisch. Die haben nämlich schon so eine Klebefolie hinten dran. Die ziehe ich mir jetzt beide ab, leg mir einen von den Magneten, weil die sind jetzt zusammen, eine Seite einfach auf meine Lasche und klappe das Ganze nach oben und drücke das ganz gut fest, damit ich weiß, hier ist der Magnet 1 und hier ist der Magnet 2. Und das Ganze hebt dann einfach viel, viel besser. Das Ganze mache ich hier drüben auch. Und dann werde ich noch ein bisschen dekorieren und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. So, meine Lieben, mein Mini-Album ist jetzt fertig dekoriert. Wie ihr seht, ich habe hier vorne ein kleines Kärtchen aufgeklebt mit einem goldenen Rahmen herum und habe hier noch so einzelne goldene Sterne mir ausgestanzt. Den Buchrücken habe ich ganz kahl gelassen, so wie auch die Rückseite, weil ich mir gedacht habe, braucht man jetzt nicht unbedingt dekorieren. Dann, wenn wir das Ganze öffnen, sieht das so aus. Ich habe hier zwei, ja, ich nenne sie jetzt mal Schneeflockenabstrakte ausgestanzt mit zwei Glitzersteinen innen drin. Wenn wir das Ganze einmal öffnen, habe ich die Magnete hier mit goldenem Washi verziert und ein bisschen versucht zum Verstecken. Und dann, wenn wir das Ganze hier durchblättern, habe ich das relativ F gehalten. Ich habe nur immer Motivpapier dran geklebt, dass es einfach ein bisschen, ja, ich nenne es mal Abwechslung da ist. Und ja, und hier unten habe ich dann auch nochmal Motivpapier aufgeklebt. Dann kann hier auch nochmal ein Foto, dann sieht man wenigstens diese Lasche hier unten nicht. Ja, meine Lieben, das war jetzt mein kleines Foto-Mini-Album. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Anleitung war hoffentlich auch sehr verständlich. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video wieder. Tschüss!